Ja, hallo Freunde der Spiegelton, willkommen beim Preview Let's Play von Drone Swarm. Das habe ich schon mal vor 2 Jahren auf der Gamescom gesehen und habe vor Ort gesehen, ja, es sind halt 10.000 Drohnen oder noch mehr Drohnen, die um ein Vehikel rumfliegen, was wir, wenn ich mich noch recht entsinne, storytechnisch gefunden haben auf der Erde. Die Erde wird aber dann zerstört aus unterschiedlichen Gründen und wir müssen jetzt eine neue Erde finden oder die Erde ist am Sterben, wie es hier steht. Das ist halt so dieser Plot. Und mit diesem Raumschiff sind wir dann auf dem Weg, ja, durch eine Art Geschichte uns zu bewegen. So wird es aber in Zukunft sein. Jetzt haben wir, das ist sowas wie ein Beta-Demo. Und wir werden jetzt einfach mal spielen. Ich gehe jetzt hier übrigens auch total blind rein. Ich habe das noch nicht so gespielt. Ich kenne halt noch die Aufnahmen von vor einem Jahr. Und wir können halt sehen, was ein bisschen Sache ist. Früher gab es zum Beispiel noch nicht mal ein Interface. Swarm is awaiting your orders, Commander. Und es erinnert mich direkt ein bisschen an, wisst ihr noch früher, als sowas wie Stargate SG-1 noch im Fernsehen lief, da konnte man doch der alten Technologie arbeiten. Und, nicht Gua'uld? Nee, es war nicht Gua'uld, es war von irgendwen, oder der Asgard, da hatten die einen Stuhl und konnten so Drohnen steuern, die dann, ja, feindliche Schiffe angegriffen haben. We should mine minerals if we want to repair. The drones can mine these asteroids. Ja, bitte. The swarm is able to drill into the asteroid, extracting minerals we can use for repairs. Also wir können Ressourcen abbauen, excellent, die wir benutzen können. We need to mine a lot more to get Argo in shape. Ach, das sieht richtig witzig aus, wenn die um die Asteroiden rumfahren, ne? Unknown vessels, cease fire. We're on a peaceful mission. No response, it seems. I cannot sense any life forms. It might be fully automated. Ach, guck mal, da. Da ist auf den Asteroiden was. Ah. Hier unten können wir den Attack-Mod aktivieren. Und wenn ich das richtig verstehe, muss ich den aktivieren auf die andere Seite klicken, oder? Oh, es befeuert mich. Ach, ich muss das malen. Ja, da ist der Attack-Mode. Oh, das wird auch wahrscheinlich auch für, für Handys ganz gut funktionieren. Weil guck. Ich mal so gesehen die Schwarmbewegung. Ich weiß nicht, ob man den Strich später gut sieht im Video. Aber das ist ja ganz cool. Vor allem, weil der Schwarm sich halt wirklich cool bewegt. Enemy ship destroyed. Subsystem neutralized. So, holen wir die Mineralien da raus und wir sehen halt, dass wir beschossen werden. Only 25% of the Argo left intact. Naja, ich habe mich beschädigt. Man kann den Schwarm reinforcen, weil wir sehen, 32.000 ist der Schwarm noch gefüllt. Man kann den Schwarm später auch aufteilen. Guck mal, dann können wir nämlich zum Beispiel so eine Wall machen. Dann fängt der Schwarm alle Sachen ab, die auf uns gefeuert werden. Ja, ich weiß, ich soll auf die Galaxiekarte, wir gehen gleich rüber. So, da sind unsere Mineralien. By the sphere, I can sense a huge gate leading into the direction of our goal, New Earth. Carter, the gate is probably under alien control, but it is our best bet. So, wir sollen einen Weg finden zum Iron Gate. Kann ich trotzdem nach Inferus Gamma? Nö. I've already marked the next system in warp range, Commander.
We detected several energy signatures there. Let's be cautious. Okay, nach zu Hause darf ich nicht. Also warpen wir jetzt in das nächste Gebiet. Und ich weiß natürlich, ich habe viel Heilung verloren. Und wir sehen übrigens hier, wir können den Schwarm auch verbessern später. Sehen, der Missionsrang war jetzt auch nicht so gut. Ich war ein bisschen verwirrt von dem Zeichnen der Drohnen. Oder wie ich angreife. Commander, more of these automated platforms. Let's take them out. So. Da können wir nämlich jetzt diese Mauer aufbauen. Und jetzt schlagen die Torpedos in unsere Drohnen rein. Und wir machen jetzt ein zweites Drohnen. Also wir trennen die Drohnen in zwei Gruppen. Sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite. Und die sind automatisch mit 1 und 2 festgelegt. Und jetzt können wir anfangen. Und diese dämlichen Angreifer zerstören, die in diesen Asteroiden festsitzen. Aber dadurch, dass das weniger Drogen sind... Drogen. Ist natürlich unsere Kampfkraft reduziert. Area is clear. There are some asteroids we can mine while the warp sphere is recharging. There are ships incoming along a warp lane. Our first real encounter. I suggest caution. We don't know their intentions. Commander? Mhm. Energy Tools. Die Effizienz für Ressourcen, um das Schiff zu reparieren. Da haben wir die Drohnenunterschiede. The Pack. Dafür brauchen wir aber anscheinend irgendein Kristall, den wir einsammeln müssen. Dafür haben wir im Moment 0. Ich starte jetzt einfach mal die Forschung. Anscheinend dauert die einfach 4 Tage. Was auch immer 4 Tage in dieser Welt sind. Es kommen übrigens gerade... This is the Argo. We welcome you. We are on a peaceful mission. We don't understand you. Es scheint so, als wären die wohl nicht die besten Freunde sind. They're going to attack. We have to defend ourselves. Sie mögen unsere Drohnen nicht. Stopp, wir müssen unser Schiff auch schützen. Enemy ship destroyed. We destroyed their subsystem. Man soll angeblich übrigens auch unterschiedliche Systeme der Schiffe zerstören können. Was aber zurzeit wohl noch nicht so wichtig ist. Und hier sehen wir übrigens, dass die Flakfeuer haben vorne und hinten. Oh, guck mal, da sieht man richtig, wie die Drohnen zurückweichen durch den Beschuss. Was mich zurzeit als einziges stört, ist, dass man nicht mit ASWD die Kamera steuern kann, sondern muss mit Cursor-Tasten steuern. Deshalb muss ich die ganze Zeit hier zum Rand rüber gehen und ich finde das ein bisschen unpraktisch. We're done here. Let's continue our search for the Iron Gate system. Wir sind überhaupt nicht fertig hier. Teil 2. Ach so, kann ich die direkt auftrennen.
Das sieht schon cool aus mit den Drohnen. Schon eine echt coole Idee. Lass sie tanzen. Lass sie tanzen. Whee! Gehen wir den direkten Weg zum Iron Gate, oder? Oder gehen wir außen rum? Wir sehen da übrigens die Tage und dementsprechend sollte die Forschung dann noch vorangehen. Und die Argo wird repariert, während wir unterwegs sind. Was wir auch sehen, ist, dass anscheinend die Drohnenanzahl, das wird repariert zwischen den Missionen. Ich dachte eigentlich, man könnte die reparieren, während man auf der Mission ist schon. Komm, es sind nur zwei Fallenschiffe. Und durch. Enemy ship destroyed. We destroyed their subsystem. Enemy ship destroyed. Hilfe! Ups, ich hab aus Versehen eine Mauer durch die Schiffe gemacht. Subsystem neutralized. Enemy ship destroyed. Oh, ich verliere ganz schön viele Drohnen. We destroyed their subsystem. Enemy ship destroyed. Ah, die Argus wird getroffen. Ah, mit Space können wir den Schwarm auffüllen, oder? Mit bis zu 3.000 bis 4.000. Oder meint er jetzt gerade, wir machen mal eben nochmal eine Aufteilung des Schwarms. Achso, mit Leertaste ziehe ich ein paar rüber auf den anderen Schwarm. Das ist die Sache. Ach, da sind Kristalle. Ich muss mich steuerungstechnisch da echt erstmal dran gewöhnen. So. Schilde sind aufgebaut. Nächstes Projekt. Energy Tools. Pressure Point. Achso, dann laden die sich auf. Oh, geil. Und dann kann ich Gegner schleudern. Was haben wir hier? The Pack. Achso, damit können wir einen weiteren Schwarm haben. Also wir können einen weiteren Schwarm aufbauen. Press the plus button auf den existing subswarm to reinforcements with the drones from all other subswarm. Every reinforcement. Was habe ich doch gerade gemacht? Hm. Die Info geht nicht mehr weg. ...4,5% Repair. Security low. So ein bisschen... ...faster sein Leid, ne? Jetzt das Spiel ist übrigens sehr laut. Da sind unsere Repairs.
Subsystem destroyed. Enemy ship destroyed. Enemy ship Bam. Destroyed. Ich zieh mal ein paar ab vom anderen Ding. Vor die Welt beschossen. Weg da aus der Schussbahn. We destroyed their subsystem. Und durch das Schiff durch. Bam, 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 bam. Enemy ship destroyed. Wir sehen auch richtig schön, wie so einzelne Drohnen kaputt gehen. Enemy ship destroyed. Subsystem destroyed. Da sehen wir übrigens gerade, dass die Subsysteme von dem komplett im Arsch sind. Also er kann uns eigentlich nichts mehr. Enemy ship destroyed. So, da auf Del drücken, um die wieder zusammenzufügen. Nehmen wir mal den ganzen Schrott von den Schiffen mit. Leider gibt es keine Minereien hier, wie ich das sehe. Also richtig sehe. Aber wir haben alle Upgrades. Jedenfalls in dem Basic-Bereich da. Achso, hier. Lasertech. Hitpoints erhöhen. Armor Research. Laserwaffen erforschen. Leider nur 8 Mineralien. Ich versuche jetzt so viel rauszuholen aus der Demo wie möglich. Oder sollen wir nach Despair? Obwohl wir sehen, Security Low, da ist eine Flotte vor Ort. Ich will mich jetzt nicht beschweren und sagen, Pause wäre ganz cool im Spiel. Weil es Blödsinn wäre. Wenn du das Spiel pausierst, nimmst du das den ganzen Sinn. Was soll das? Und das sagen die zu nicht so viel Verteidigung hier vor Ort. Muss man ein paar Leute von der Mauer abziehen. Die Mauer müssen wir enger machen, sonst fliegt da gleich irgendwas durch. Enemy ship destroyed. Endlich. We destroyed their subsystem. Da ist der Torpedo-Launcher, den zerstören wir jetzt. Destroyed. Oh. Subsystem neutralized.
Oh oh. Weg hier. Sonst ballern die mich kaputt da an der Seite. Aber unsere Tierstufe ist gestiegen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wir haben ein Problem. Only 25% of the Argo left intact. Die Argo wird sterben. Ein Stück nach vorne, die dürfen nicht im Impact sein. Aber das Problem ist einfach, meine Drohnen sind dann in dem Beschussding drin. Das war's mit der Argo. Hammerhart, ey. Kann auch einfach daran liegen, dass ich voll am Arsch bin. Ja, aber das ist Drone Swarm. Cooles Spiel. Man muss sich einfach in die Steuerung einfinden. Es ist alles noch so ein bisschen clunchy, aber es ist ja wirklich eine Preview. Und, also clunchy. Crunchy? Nein, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es ist ein bisschen... Oh, es kann vom... Vom Steuerungsgrunddesign muss es noch ein bisschen fluffiger sein. Weil zurzeit ist es echt ein Krampf für mich noch. Kann auch sein, dass man sich besser daran gewöhnt, aber dieses Dämliche, dass ich nicht mit ASWD steuern kann an den Seiten bzw. mich an den Rändern bewegen, das macht mich gerade fertig. Muss man die Optionen gucken, ob man das noch verändern kann. Wir werden sehen. In dem Sinne, bis dahin erstmal Tschöle. Das war Preview Drone Swarm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann achtet ein bisschen auf das Spiel, wann es denn mal irgendwann kommen wird. Denn zurzeit kenne ich kein Release-Datum. Aber ich hoffe bald. Weil es könnte echt cool sein.